Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Wieder ein Auszug heute von verschiedenen Künstlern mit den unterschiedlichsten Darstellungen. Kommen wir gleich zum ersten. Unser erstes Bild heute heißt Unvergesslich. Ich will aber erstmal zu dem Künstler was sagen. Rudolf Konopka, 1864 in Wien geboren, war mehr so ein Universalist, er war Dichter, er war Komponist, er war Maler und hat dieses Bild 1890 in der Ausstellung im Wiener Künstlerhaus gezeigt und dieses Bild hat großes Aufsehen erregt und war quasi der Durchbruch seiner Karriere. Und wie gesagt, es heißt unvergesslich, er hat hier ein Stimmungsbild einer trauernden Frau mit ihrem Kind in der Kirche betend aufgenommen. Und das ist wahrscheinlich so aufregend für die damalige Zeit gewesen, dass es eine sehr, sehr große Beliebtheit war. Und das Bild war sein Durchbruch, obwohl er, wie gesagt, Landschaftsmaler war mit Stimmungsbildern dieser Art. Aber hier hat er ein Segment herausgenommen und die Stimmung sehr intensiv darstellen können. Also das ist das Bild von Konopka, kann man sagen. Das hat ihn ausgezeichnet. Das andere Bild hier, die Lübecker Waisenmädchen als Thema, zeigt natürlich Lübeck aus dem Norden. Und aus dem Norden kommt auch unser Gotthard Kühl, 1851 in Lübeck geboren und hat sich demzufolge auch sehr viel dieses Themas aus dem Norden angenommen und war dem immer verhaftet geblieben. Sein besonderer Zeichnungsstil war, dass er mit Licht gemalt hat. Also man sieht hier ganz deutlich, wie das Licht durch das Fenster hier reinkommt, er mit den Schattenwürfen. Er hat sehr, sehr viel mit Licht gemalt und das hat ihn auch sehr bekannt gemacht. Und er wurde letzten Endes dann auch Professor an der Dresdner Akademie, wo er studiert hat und konnte sich dort mit diesem Wissen vertiefen. Und das zeichnet ihn aus. Ein Maler des Lichts, ganz kurz gefasst. Unser drittes Bild heißt Der Palmsonntag. Eine ganz ruhige Darstellung von zwei Personen, die in sich vertieft sind und sinnierend sind. Dieses Bild ist von Ludwig Kühn, 1859 in Nürnberg geboren. Von seiner Profession her ist er Radierer und Lithograf gewesen und hat sich dort seinen Namen geschaffen und sich mehr den alten Meistern verschrieben und von dort die Thematiken aufgegriffen und verbreitet und verfeinert. Also hier nochmal ein schwieriges Thema aufgegriffen, um es so darzustellen, das konnte er im Besonderen, das hat ihn ausgezeichnet. In seinem weiteren Lebenslauf ist er 1900 Professor an der Kunstanstalt in Nister bei Nürnberg, also im Regionalen geblieben und konnte dort auch als Lehrmeister für diese Thematiken sich weiter darstellen und bilden. Also auch eine ganz besondere Art von Darstellung von Kunst und Stimmung, das hat ihn ausgezeichnet. Das nächste Bild heißt Die Weinprobe, wieder eine klassische Kneipenszene, aber auch sehr fein dargestellt und ist von Eduard Kurzbauer gemacht worden. Der ist 1840 in Wien geboren und 1879 gestorben, das heißt also mit leider nur 39 Jahren hatte er eine sehr kurze Schaffensperiode. Und er ist geprägt im Stile von Defregas, hat sich dieser Thematiken aufgenommen und diese aber mit feiner Charakteristik, so wird er beschrieben, aufgenommen. Diese feine Charakteristik zeigt sich auch in der Ausdrucksweise dieser Gesichter, die er sehr dezidiert darstellen konnte. Der intensive Blick dieser Person auf diese mittlere Person hin, das zeichnet ihn aus. Also ein Künstler, der sehr in seiner kurzen Lebenszeit sehr viel und sehr intensiv darstellen konnte. Das ist ein wirklich prägendes Bild von ihm. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten. Unsere Nummer 5 hier nennt sich Die Ordonnanz.
Es ist gemacht worden von Sigmund Lamont, 1840 in Wien. Und er ist ein klassischer Schlachtenmaler, so nennt sich das, aus der damaligen Zeit. Und geprägt aus seinen Studien aus Italien hat er dieses Thema immer wieder aufgegriffen. Und hier ist auch ein klassisches Bild von ihm, wie ein Ordonnanz mit Ritt, mit strammem Ritt. Man sieht hier die Staubaufwirbelung hier durch die Schlachtenfelder, Schlachtreihen da mit Verletzten oder pausierenden Lanzern, sage ich jetzt einfach mal, durchreitet mit Stolz und Dick. Also er war bekannt als Schlachtenmaler und viele seiner Bilder hängen bei Kaiser Franz Josef in seinen Privatgalerien. Also er ist gut angekommen, sagen wir mal. Das war unser Sigmund. Das nächste Bild heißt Häusliche Erbauung. Ein ganz, ganz ruhiges Bild von Karl Johann Lasch, 1822 in Leipzig geboren und studierte an der Dresdner Akademie zunächst und ist Genrebilder, wollte sich aber in seiner Stilistik nie festlegen und hat immer so Teilthemen aufgegriffen, mal hier diese häusliche Erbauung, wie ein Mädchen, Enkelin vielleicht dem Großvater aus der Bibel vorliest, um hier auch Stimmungen darzustellen. Und sehr intensiv. Also er ist sehr bekannt geworden in Moskau, wo er dann auch gestorben ist. Also die Russen haben ihn wohl sehr geliebt mit seinen kleinen, klaren, ruhigen Darstellungen. Kommen wir zu den nächsten beiden. Die wollen wir mal hier zusammenfassen. Ich nenne erstmal vor, wie sie heißen. Ländliche Musik. Und das hier heißt Sängermund. Da sind hier so junge Knaben oder Mädchen, die mit Kitteln dort kurz etwas zeigen und darstellen. Sieht eigentlich sehr einfach aus, aber und man muss dazu sagen, der Ferdinand Laufberger, 1829 in Böhmen geboren, hat hier den Auftrag gehabt, einen Vorhang von der Wiener Oper zu gestalten. Und das ist ein Ausschnitt, diese beiden Bilder, ein Ausschnitt dieses Bühnenvorhangs des Wiener Opernhauses in dem klassischen Stil der italienischen Renaissance. Das hat er ganz bewusst gemacht, das wollte er so aufgreifen, weil er Bezug auch zu den Bühnenstücken haben wollte. Das Besondere an diesen Bildern hier ist, sie haben keinen Hintergrund. Und in seiner Beschreibung steht ganz klar, er wollte diese Bilder relativ flach halten, flach in Anführungsstrichen, also keine Tiefe erzeugen, weil der Faltenwurf des Vorhangs diese Tiefe als solches schon bildet. Deswegen hat er hier sehr stark auf Schatten und Tiefe verzichtet. Also, vielleicht gibt es diesen Vorhang heute noch in der Wiener Oper, vielleicht kann man sich's mal anschauen. Eigentlich ist er bekannt als Landschaftsmaler von der Donauregion, aber dies hier ist eine außergewöhnliche Aufgabe, für die er sich beworben hat und den Auftrag gekriegt hat. Also, wie gesagt, ein Ausschnitt des Bühnenvorhangs. Sehr interessant. Auch in seiner Detailreichheit wirklich mal sehenswert. Vielleicht sehen Sie das Original. So, das war diese Sequenz. Ich danke Ihnen, dass Sie sich das angeschaut haben.